Das Hutmacherhaus war für uns schon immer eine besondere Adresse. Das ist in den 50er Jahren entwickelt und gebaut worden. Und unser Ansatz ist eigentlich, dieses Gebäude in seiner Vielfalt jetzt einfach wieder auf Vordermann zu bringen. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei der Bayerischen Hausbau schon lange ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Dass Ressourcen nicht verschwendet werden, sondern dass sie wiederverwendet werden. Und jetzt ist ein Schwerpunkt auch eben die Kreislauffähigkeit. Die Bayerische Hausbau ist auf uns zugekommen, weil schon andere Kooperationen existierten, um einfach mit uns gemeinsam hier mal in einem Bestandsgebäude das Thema Urban Mining zu verproben, inklusive aber auch so die Kombination mit einer Teilsanierung. Und dadurch war das Hutmacherhaus für die Bayerische Hausbau so das erste Gebäude, mit dem man mal das einfach verproben konnte. Hier im Gebäude ist es so, dass es eigentlich schon zum Teil sehr kreislauffähig gebaut ist. Wenn man sich die Fassade mal anguckt, wie riesig die ist, dann kann man ungefähr auch sich vorstellen, wie viele Mengen von Material da enthalten sind. Oder auch dann der Beton, der hier in dem Gebäude steckt. Das ist im Grunde dann erfasst in unserem Building Circularity Passport. Dann aber auch noch die Zirkularität, also Demontierbarkeit, Trennbarkeit und auch Materialgesundheit. Also die Ermittlung der Rohstoffe hier in dem Gebäude ist eigentlich eine Hands-on-Aufgabe. Aber man hat auch die Möglichkeit, auf Bestandsunterlagen zurückzugreifen, so sie vorhanden sind, sodass man dann dazu kommt, die Rohstoffe auch in ihren Massen zu ermitteln. Die Stahlbetonstützen, die Unterzüge. Und hier sieht man zum Beispiel auch mal sehr schön, was für alte Materialien im Grunde im Gebäude verbaut sind. Sogenannte Sauerkrautplatten oder Holz. Faser-zementgebundene Platten. Über das Wissen, was verbaut wurde, kann man dann eine hochwertige Wiederverwendung oder die Wiederverwertung gewährleisten. Madasta ist eigentlich aufgebaut wie eine Datenbank, eine Plattform, wo wir sagen, zum einen holen wir Informationen aus dem Gebäude, zum Beispiel aus BIM-Modellen, also einer digitalen Planung, oder eben wie hier im Hutmacher aus einer Bestandsaufnahme, wo wir durchs Gebäude sind, die EP hat aufgenommen, was ist eigentlich verbaut. Das wird dann über eine Excel zum Beispiel auf die Plattform gespielt, dass wir am Ende eben ein genaues Bild dann bekommen. Was ist es für ein Gebäude? Welche Materialien stecken drin? Wie zirkulär ist das Ganze? Was ist der CO2-Fußabdruck und wie viel ist das wert? Also, sodass am Ende eine Aussage zu verschiedenen Parametern getroffen werden kann. Das ist enorm wichtig, um CO2-Emissionen einzusparen. Und das andere Thema ist aber, dass wir eben die urbane Mine nehmen und nicht eben Primärrohstoffe irgendwie aus der Umwelt wieder rausnehmen. Nicht im Jetzt und Hier und im Standard bleiben, wie man es, haben wir schon immer so gemacht, sondern wirklich der Blick nach vorne und uns weiterentwickeln. Weil das müssen wir als Gesellschaft und das müssen wir auch als Unternehmen. Weil das ist ein wichtiger Bestandteil, um sicher in die Zukunft zu gehen. Und genau das wollen wir auch mit unseren Immobilien und mit unserer gesamten Unternehmensgruppe auch erreichen.